Tennis Borussia nimmt seine Rolle sehr ernst, die Werte einer demokratischen Gesellschaft eben auch an die Mitglieder und auch an andere Menschen ranzutragen. Und ich finde das gut, dass TB da die Verantwortung sieht, dass Vereine eben auch dazu da sind, gewisse Werte der Gesellschaft eben auch zu präsentieren. Also ich finde es sehr wichtig, ein Zeichen dieser Art zu setzen, weil ich das selber persönlich miterlebe, persönlich Leute sehe, die das miterleben und halt weil Fußball die perfekte Plattform dafür ist, das preiszutragen, rauszutragen, alles Mögliche. Ja, man bekommt schon mit von, also ich bekomme von meinen schwarzen Mitspielern oder auch von anderen schwarzen Freunden in der Umgebung oder auch von meiner Frau, meine Frau ist auch schwarz, kriege ich auch immer wieder mit, was hier in Deutschland noch schief läuft. Also es ist nicht nur der offene Rassismus, den wir auch aus Fußballstadien kennen oder sonst wo in der Gesellschaft. Das sind auch gerade so unterschwellige Themen oder ne, so auch teilweise unbewusster Rassismus, der viel in unserer Gesellschaft verbreitet wird, mit dem wir auch alle zusammen aufwachsen und ihn leider auch alle unbewusst teilweise selber versprühen. Und dementsprechend ist es auch so wichtig, diese Debatte zu führen. Ich glaube, man trägt sein Trikot noch mehr mit Liebe, wenn man sowas mitträgt, weil man weiß, man ist ein Aushängeschild für andere Spieler, andere Mannschaften und du trägst halt den Statement hinaus. Fußball ist halt eine Plattform, die halt von vielen Leuten angeschaut wird und das ist halt auch eine Stelle, sage ich mal, wo Rassismus keinen Platz hat, weil sich viele Kulturen sammeln. Egal, ob du schwarz, weiß bist, keine Ahnung was, wir sind auf einem Platz und spielen alle zusammen. Thank you.